Moin, ich bin Alexander, ich bin heute hier mit Nahes Haierleben zum Silo Climbing auf Fehmarn. Da werde ich rauf, ich bin gespannt, habe ein bisschen Höhenangst. Naja, aber für das Sommermagazin mache ich das ja gerne. Wir werden mal schauen, wie es so läuft. Moin Roland. Moin Alex, hallo. Ich habe es gerade schon gesagt, ich freue mich sehr hier zu sein, aber ich habe auch ein bisschen Höhenangst mitgebracht. Du sagst, ja. Das ist kein Ding? Ja, das will ich jetzt nicht sagen. Also pauschalisieren kann man das nicht, aber wir können dir auf jeden Fall so ein bisschen die Höhenangst nehmen. Ne? Also therapieren können wir sie hier nicht, aber überwinden ist möglich. Du bist hier auch tatsächlich an Europas höchster künstlicher Kletteranlage. Es gibt keine Kletteranlage in ganz Deutschland, die nochmal höher ist. Schnell. Ja. Und das auf einer Insel, die flach ist wie eine Flunder. Und für wen ist das was? Kann das jeder machen oder muss ja, man das also mitbringen? Die meisten, das hat sich dann so herauskristallisiert, dass nicht mehr die Windsurfer gekommen sind oder überhaupt der Surfer, sondern mehr Kinder. Mhm. Zielgruppe hier sind tatsächlich 6- bis 12-Jährige, die machen so 90% unserer Kundschaft. Und das sind alles Anfänger, 99,9% kommen hierher und haben es noch nie gemacht. Aber okay. Es kommen auch durchaus Erwachsene her. Also, ne? Genau. Okay, super. Also die ersten Fragen sind geklärt. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Ja, sagen mal was versuchen. Ich machen muss. Okay, super. Na, das geht. Ja, okay. Dann können wir los. Boah, das ging auch schnell. Okay. So, Alex. Wollen wir mal schauen. Ich würde mal meine Sonnenbrille aufsetzen. Jo. Weil ich werde nämlich gleich für die, um dir ein bisschen was zu erklären, immer in die Sonne gucken müssen. Okay. So. Wir fangen mal klein an. Die 5 Meter Route, die lassen wir aus. Die ist hier normalerweise für Kleinstkinder. Ne? Wir nehmen mal gleich die 10 Meter Route. Ich steig mal ein. Genau. Such dir immer möglichst einen Griff für den Fuß. Das eine Bein durchdrücken, Fuß abstellen und dann greifen. Ja, stell dir mal ruhig den Fuß in die Körperachse. Ja, also das wäre der Griff für den linken Fuß. Okay. Nicht zu weit wegstellen, weil sonst kannst du dich nicht gescheit hochdrücken. Ja. Jetzt kannst du greifen. Jetzt sind die Griffe für die Hände ja auch nicht mehr so weit weg. Da muss er hin. Und jetzt greifst du mit der rechten Hand einen höher. Die rechte Hand greift. Ja. Jawohl. Rechte Bein durchdrücken. Erst den Fuß hoch. Jetzt greifen. Den letzten Meter schaffst du jetzt auch noch. Komm. Rechte Bein nochmal durchdrücken. Jawohl. Na, 10 Meter Route, fast in einem Rutsch durchgeklettert. Das ist doch super. Für Höhenängstler ist das richtig gut. Hast du gut gemacht. Super. So, nach einem Kaffee etwas durchschnaufen und nicht mehr so zittrigen Armen, kann ich sagen, dass es ein toller Tag war. Und am tollsten hat sich angefühlt, diese Glocke zu betätigen. Das war mein persönliches Ziel. Das habe ich geschafft, trotz meiner Höhenangst. Insofern kann ich sagen, selbst mit etwas Höhenangst sollte man sich davon nicht abhalten lassen. Das ist für viele was. Ich gebe einen Daumen hoch. Und wenn ihr hinkommen wollt, seht ihr hier unten eingeblendet, wie das passieren kann. Und ich würde sagen, ich mache mich jetzt auf den Weg zurück nach Kiel. Macht's gut!